Es gibt Rüstung, deswegen muss ich den Elch töten. Chillt mal. Elch. Elch. Wo ist denn unser Main Building? There we are. Okay, also ich glaube ganz ehrlich, das ist dieser Dungeon vor uns. Das muss eigentlich der dritte sein, wo wir hingucken. Wo Mrs. Chinanami sozusagen hinguckt. Ja. Also, wenn du wieder auf deinen Arsch, genau, direkt da, bei uns geradeaus. Da müsste der sein. Ich müsste aber mal ganz kurz noch meine Wasserflasche auffüllen und dann können wir noch mal ganz kurz da reingucken. Ja, ich müsste auch Wasserflasche auffüllen und trinken und essen. Genau. Vor allem essen, ganz ehrlich. Das geht so nicht. Da müssen wir uns noch genauer anschauen, was da war. Da waren wir heute zwar schon drinne, aber das ist der einzige dann. Was ist dann? Die Tür freut sich sehr, mich zu sehen. Ist sie hart? Macht die Party? Nee, sie dance. Sie freut sich richtig. Sie ist ganz aus dem Häuschen. Dance, Baby, das Wort. Dance. Oh mein Gott, okay. Oh, es ist ja was gewachsen. Cool. Ja, oh, süß. Unsere Pflanzigkeiten sind auch ready. Ich hau mir mal so einen Fisch rein. Ja, gönn dir mal. Oh ja, so rum, geiles sie, Essen. Sind sie fertig? Ja. Yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy. Ach, die sind dried, die Fische, dann. Ja, wenn die lange genug hängen, dann trocknen die einfach. Ja, cool. Oh, geil. Ah, cool, aber man hat dann natürlich ein bisschen mehr Durst. Aber das ist egal. Hab ich da? Nee, ist alles toll. Füll auch mal meine Flasche auf. Ah. Sehr gut. Ich häng da mal ein Bein auf, ne? Machen Sie bitte. Ich speichere auf jeden Fall. Was man halt so macht, wa? Weil wir haben so viel geschafft heute. Das stimmt allerdings. Sick. Aber es ist besser so, wenn man das ein bisschen so aufgeteilt in Räumen, oder? Und dann fühlt sich das nicht irgendwie so eklig an. Dann fühlt sich das an wie ein Zuhause. Ja. Und die zweite Etage habt ihr auch schon gesehen, dass die jetzt eingerichtet ist, oder? Also mit Regalen. Nee, noch nicht. Ach doch, das habe ich schon gesehen. Die kennt ihr schon, ne? Ja. Ich wollte eigentlich noch einen Balkon hinschmeißen, aber das ist nicht möglich von Balkon! Hier Balkon! Da ist kein G am Ende. Ich weiß. Aber das ist anscheinend trotzdem richtig, Balkon. Nein. Darf man wohl auch sagen, laut Duden. Das ist doch das scheiße. Ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Genauso wie Vanille. Ja, Vanille. Oh mein Gott! Ach, ja, mach scheiße. Es kaputt! Mach es kaputt! Oh mein Geh Gott! Weg. Geh weg! Was bist du für eine Ausgeburt der Hölle, ey? Geh weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Stirb einfach! Oh mein Gott. Das war übrigens das wie, wo ich erstmal Alt F4 gedrückt habe am Ende. Oh. Ja, das verstehe ich. Ja, verständlich. Als ich alleine war und ich aber hatte keine geil, Shotgun. Rüstung. Oh mein Gott. Und wie süß der guckt. Oh, so gut. Oder wollen wir was mal. Oh, mal Arsch. Wobbly, wobbly. Halt also, die verarschen sich gegenseitig. Das ist sehr sympathisch. Die mag ich. Guck mal, Kevin, das sind wir zwei. Oh, wie süß. Sehr nice. Okay, also ich laufe jetzt schon mal geradeaus durch und gucke, ob das ist. Das ist. That is. Richtig sexy. Ich bräuchte noch ein paar Stückchen. Ein Würmchen. Ja, ein Bein sollte jeder dabei haben für den Snack zwischendurch. Ja, oder Finger. Fingerfood. Standard. Ja, Fingerfood, genau. Ja. Mach mal noch ein paar Stückchen. Ja, ja, hol lieber das Stückchen. Arm ab als Arm dran. Hol Stückchen. Also die Pumpgun, die, das fühlt sich so an, als wäre man hier übel strong. Ich fühle mich jetzt, als würde mir die Welt gehören. Ohne Witz. Ist geil. Ach, so viele Stöcker brauche ich gar nicht mehr. Ist ja geiler Scheiß. Stöcker? Also für den Weg, oder was? Machst du den noch? Gut. Also... Wenn das jetzt nicht die Höhle ist, wir müssen irgendeine Karte da finden. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Kann man sich ja schon fast überlegen, ob einer von euch, weil ich habe ja schon gebaut, drüben bei der Stelle, also auf der anderen Kontinentseite, da irgendwo noch so ein kleines Häuschen gebaut werden möchte. Falls ihr euch da mal irgendwann ausprobieren wollt. Ich habe meine Lichtung. Ich habe meine Lichtung, genau. Hat, ne? Ja. Weil das macht eigentlich ganz Fun. Ich werde kein Problem bauen. Damit, natürlich Holz zu hacken, aber ihr könnt gerne bauen mal. Weil das Bausystem ist echt cool. Macht echt Spaß.
Spielst du am Freitag doch mal? Also dann bauen? Freitag weiß ich nicht. Okay. Können wir überlegen. Könnte man überlegen, falls ihr Lust habt, noch so einen Baustream zu machen. Oder Offstream geht ja auch mal. Oder ihr könnt streamen und ich nicht. Ist auch okay. Ja, aber nur damit mal Zeit ist zum Bauen hier. Yes. Yes, yes, yes. Aber Freitag werde ich erstmal Diablo spielen. Diablo, ja, stimmt, das kommt raus. Ja, sorry, da ist The Songs of the Forest leider nicht mehr so geil. Weil das geht ja nur Freitag, Samstag und Sonntag. Ja. Samstag habe ich was vor, das heißt, Freitag will ich definitiv die Zeit dafür nutzen wollen. Es geht ja um 18 Uhr los. Aber vorher wollte ich noch ein bisschen Genshin oder DBD spielen. Alter, ich glaub, die Arschloch. Haben Menschen gefangen bei mir. Ja. Die haben sich gerade gegenseitig getötet. Ich habe hier meine Stöcke gesammelt und die kloppen aufeinander ein. Finde ich gut. Friendly Fire haben wir auch, also warum nicht, ne? It's equal for everyone. Wir sind gleich da. Geil, dass die verfeindet sind. Verfeindet, ja, teilweise schon. Also das ist echt, das sind echt viele schöne Details dabei. Auch, dass die umeinander trauern, wenn wir die töten. Wenn das Game noch im Early Access ist, gibt es schon eine Versionsnummer? Weiß man jetzt, wie weit entwickelt das Game inzwischen schon ist? Noch keine, also ich habe noch keine Ahnung. Sieht man auch nirgendwo, oder? Nee. Aber es stand auch nicht bedeutend, nächstes Update in so und so vielen Tagen im Inventar. Ach, im Inventar. Im Hauptmenü, ne? Echt? Normalerweise steht das da immer. Doch, ein Tag und 6 Stunden sind eben da. Oh, seriously? Oh mein Gott, wie viel? Um 18 Uhr, ja. Das ist ja richtig fies. Okay. Hier waren wir heute eigentlich schon drin, am Caddy. Aber ja. Es muss hier sein. Es muss hier sein. Oh, hier müsst ihr die Karte solche sein. Faker Motorradfahrer, das ist ja Wahnsinn. Wir gucken uns das nochmal ganz genau an. Yes. Oh. Die ist doch ein Mensch, ist wieder unterwegs. Das ist aber eine schöne Begrüßung. Ausgepackt. Ich hänge im Stein. Feuerzeug. Ich muss nochmal raus, ich hänge im Stein fest. Ich habe aktiv, glaube ich, noch nie Activision Blizzard-Spiele gespielt, außer WoW. Wow. Das ist, glaube ich, das einzige Activision Blizzard-Spiel, das ich gespielt habe. Einfach nur wow. Ach, das ist das hier. Da waren wir heute definitiv schon drin. Da habe ich meinen Schlitten abgeholt. Ich glaube, da warst nur du drin, aber keiner von uns. Ja, weil ich dann sofort wieder rausgegangen bin. Oh mein Gott, es ist dieser Bunker gewesen. Ach, okay. Das ist den ich gemeint habe. Ja. Das ist legit der gewesen, gell? Aber wow. Wo war denn, oder? Wo war denn jetzt dieser? Die Tür ist da hinten. Wo? Da. Boah, hier laggt's halt krass, ne? Also ja. Ich habe so gefühlt eine FPS. Ja, man kann rein. Okay, check. Geil. Oh, hätten wir das mal... Passt auf, G, geh mal weg. Hätte, Fahrradkette. Weil, wenn ich reintabbe, dann, you know, schießt er manchmal. Okay, perfekt. Okay. Ich wollte dich nicht erschießen. Nicht, dass es heißt... Ja, das ist lieb von dir, dankeschön. Ja, ja, ja. Mit der Schrotflinte hätte ich ein paar wir zu viele Löcher. Auf, warte, wir warten auf Niki Zins. Ich bin doch da. Auf Nessa. Auf Nessa warten wir. Nessa, okay, Nessa. Weil ohne Nessa, das schaffen wir nicht. Das stimmt. Das ist so. Wir brauchen die Killermaschine an unserer Seite. Die Killermama. Ja, da hinten läuft schon was, ich sehe es schon. Nessa baut wieder eine chinesische Mauer. Genauso wie bei Conan. Bist du eigentlich bei Ark Survival auch dabei? Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder rausgetappt. Ich weiß nicht. Doch, wirst du. Das musst du müssen. Hi. Oh, scheiße, wo ist denn der Eingang hier? Das ich trau dir und deinem Pfeil nicht mehr. Geh weg mit deinem Bogen. Sag mal. Ich sehe den Eingang nicht von dem Ding. Das Grüne siehst du nicht? Auf der Karte? Ja, ich geh nochmal raus. Moment. Ich hol sie ab. Ich hab 2 FPS. Ja, deswegen hol ich sie, weil ich hab keine Ruckler. Guck mal, wie krass das aussieht. Ach so, das blinkt. Ah, okay, ich seh's gerade. Das sieht wundervoll flüssig aus, ja. Ja, bist du drin? Nee, ich laufe jetzt gerade zu diesem. Also es ist nur in diesem Bunker. Ah ja, siehst du mein Tag? Ja, hier ist es heftig. Das ist richtig krass. Was ist das extrem. Was so eigentlich für sinnlos ist, warum hier Blumen. Ich stehe am Eingang. Ah ja, ich bin da. Sehr gut. Man sieht nämlich, wenn ihr auf der Map lauft, dann sieht man das auf der Map auch direkt so. Oh, hier ist eine Hand der Tasche, die muss lebendig sein. Money. Guten Tag. Lass mal ausrauben. Boah, ich kotze gleich, wackel nicht so rum, ja.
Alles gut. Eine halbe Stunde bist du erlöst. Falsch. Ich muss aber nochmal hier nebenbei. Diablo 1 und 2, ein bisschen WoW und Warcraft 3. Nee, alles nicht gespielt. Also außer WoW. Aber ey, Diablo muss man halt auch mögen. Es ist halt ein Hack'n'Slay. Hast du schon mal irgendein Hack'n'Slay gespielt? In God of War. Das ist ja kein Hack'n'Slay. Doch, God of War ist Hack'n'Slay. Na. Doch. Nein. Die alten God of War sind Hack'n'Slay. Nein, wirklich? Doch. Ja, doch. Die alten God of War laufen unter Hack'n'Slay. Von oben und alles wegschnetzeln? Weil das ist für mich Hack'n'Slay. So eine Hack'n'Slay. Die Sicht ist da egal, oder? Ja, die Sicht ist egal. Einfach rein und gegen große Horden schnetzeln. Okay, und wenn man das da hat, okay, dann auf jeden Fall. Ich habe mal eine Frage. Wann spielst du Phasmophobia? Nicht heute, aber bei Phasmophobia. Warum nicht? Müssen wir mal gucken, wann das wieder eingeplant ist. Aber diese Woche. Okay. Nächster, du gehst vor, da läuft nämlich hinten was. Sind wir anders eingeplant? Ich sehe nichts. Da hinten bei der lila Wand lief was vorbei. Generell? Ja, müssen wir mal gucken. Aber wenn das habe ich vorhin gesehen. Ach, scheiße. Ich jetzt Ich meine, ich hätte einen Zahnarzt gesehen. Also das ist so ein Zahnviech. Oh mein Gott. Das klingt schon nicht gut. So, jetzt aktualisiere ich. Oh, dem geht's aber auch nicht gut hier. Okay, jetzt bin ich auch dann da. Hier müsste also jetzt, hier muss ja die Karte sein. Yoga? Erstmal Sport machen, geil. Oh, geil, was ein cozy Room. Wenn ich das ganze Blut überall wäre. Cool, die ganze mit dem Ball durch die Gegend. Boah, ich habe so eine FPS, ne? Hier drin. Aber mir geht's tatsächlich. Jetzt gerade geht's auch. Da war es im Flur schlimmer. Ein Hoch auf die Grafikkarte. Ich finde hier tatsächlich gerade schlimm. Ja, ey, ich bin echt neidisch. Energiemischung. Ah, ich sehe jemanden. Wie, da geht's rechts auch weiter? Ich versuche die Kamera nicht so schnell zu drehen. Hey, sind das Zombies? Ja, das sind die Wasserdinger aus den Höhlen. Ja, jetzt laufen sie schnell. Ja. Oh mein Gott. Ja, und so ein Zahnarztding. Ha, wusste doch, dass ich den gesehen habe. In dein Gesicht. Merkt ihr den? Ach cool, da kann ich nochmal in Mutantenrüstung klatschen. Ich bin nicht gemacht für die Kämpfe hier. Ich schaue immer zu. Same. Ehrlich? Ja. Aber es macht Spaß, einmal einen Headshot zu machen. Probiert es mal aus. Doch. Ich habe vorhin schon immer mit dem Pfeil geschossen, mit dem Bogen geschossen. Oh mein Gott. Aber. In dein Gesicht. In dein Gesicht. Aua. Sag mal. Gut, dann musst du jetzt mit meiner Pumpgun. Habe ich dich mitgetroffen? Au. Nee, aua. Der hat mich gehaut und ich habe keine Ausdauer mehr. Everything is fine. Ich nehme meine Tabletten. Bei mir ist noch so ein Zahnviech. Danke, Andi. Lebt er noch? Nee, der ist explodiert. Da ist nichts mehr mit Leben. Erstmal ein bisschen Mutantenrüstung. Mein Herz erfreut sich halt immer, wenn ich in so einer Party. Und das Kryokapseln. Denn Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Hier sind Kryokapseln. So poetisch. Chuck. So. Hier ist eine Bar. Ich habe alle tote Death. Leute. Oh, eine Death. Wir sind alle dead. Kairo-Kapseln, echt? Mhm. Okay, hier ist die Musik. Die fand ich eigentlich ganz nice. Die sehe ich jetzt nie. Ey, der sieht hier aus, als würde... Oh mein Gott, wie viel Blut hier auf dem Boden liegt. Mhm. Noch eine Pillow. Stoff. Uff, ey. Ist das eine Badewanne eigentlich? Soll das eine Badewanne darstellen? Nee, das sind diese Kapseln. Die Kryokapseln. Ja. Ah nee, das sind diese, das sind das Floating-Therapie. Ach so. Ach, diese, ja, diese Entspannungsdinger, ja. Oh, das könnte ich auch mal gebrauchen. Oh, ich stelle mir das, ich glaube, ich kriege da Panik. Ja, können wir ja jetzt mal ausprobieren, wa? Ja. Das wäre schon ganz schön. Hier wird irgendwas... Oh, ist das schön hier, oh mein Gott. Oh mein Gott. Direkt erstmal Urlaub machen hier. Oh, hier ist so ein Doppelarschvieh. Popo. Der heißt Popo. Der Popo. Oh. Der Popo-Mann.
Leute, kommt in den Pool, kommt in den Pool. Hier ist es nämlich cool. Oh. Wow. Oh mein Gott, guckt mal. Da, oh Gott, ja. Da krabbelt eins von diesen Dingern, das ist ja widerwärtig, ey. Geil. Boah. Scheiße. The fuck. Oben ist ein Baum. Hi. Der Baum der Weisheit. Aber ich möchte hier unten erstmal alles erkunden, bevor ich hier hochlaufe. Oh, eine Katze. Hallo, Katze. Wie riesig das alles ist, ey. Holy shit. Das sind so ganz viele Unterlagen, weil man kann damit nicht interagieren. Ja. Da ist ein Tisch-Rip. Wie weiß ich los? Habt ihr bislang irgendwas gefunden zum Aufsammeln hier? Ich hab bislang nichts gesehen. Nö. Nö. Nope, bin dabei beim Wildest Day. Da muss man der Pumpgun dich aber ein bisschen verteidigen hier und da, ne? Hier oben ist alles voller Wasser. Wie cool das hier aber auch aussieht. Kommt mal kurz hier hoch. So eine Bar, schön. Ne? Poollandschaft mit Bar. Geil. Richtig schön. Die Treppen sind ein bisschen schwerfällig. So, jetzt bin ja. Ich fühle das hier voll. Boah, Urlaub geil. Poolparty. Ich bleibe Wieso, habt hier. Ihr noch was an? Kann man hier runterfallen? Erstmal ausziehen. Das ist, glaube ich, so eine Kohleofen. Oh, ich habe die Gitarre gefunden. Oh, hier kann man die Chipkarte benutzen. Und bevor wir das machen, ich gehe erstmal zu Chi. Ich habe die Gitarre gefunden. Ich kann mit der Gitarre schlagen! Jawoll! Nein, wie geil! Wie witzig! Ja, also man spielt, wenn man die aufsammelt, ist voll lustig. Hier hat jemand eine Gitarre gefressen, Leute. Oh. Was man halt so macht, ne? Ungünstig für ihn jetzt. Man treibt's rein. Ja. Oh, aber er hat Geld dafür gekriegt. Okay, ich kann meine Chipkarte auch nochmal verwenden. Also es gibt jetzt schon zwei Wege. Okay, no tell employees. Mr. Puffin is as old as you can find it out. Ganz viel Geld. Okay. Ja, Geld. Flasche. Nightclub. Money, money, money. Na, 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 na. Oh, hier ist eine Chipkarte. Ja, genau. Hier ist eine Schlüsselkarte. Ehrlich? Haben wir die? Ja, Gäste. Eine Gäste. Oh, untreated by the Medizin. Yes. Da haben wir es. Arnold Grant? Grant? Keine Ahnung. Grant? Willkommen zurück, Struggling. Willkommen zurück. Und 5 Uhr ist echt eine Scheißzeit zum Aufstehen. Können wir jetzt rein theoretisch hier weiter, ne? Pling, pling, pling. Seid ihr ready? Was ist mit den... Was? Ja. Seid ihr ready? Für was? Today was a good day. Nein, 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 wieder zurück. Ach, da. There we are. Habe ich gerade aufgemacht. Ach so. Jo. Mit der neuen Chipkarte. Let's go, rein mit euch. Was ist denn hier? Meine Waffe. Dosi ist hier schön. Und ansonsten... Was haben wir hier? Oh. Vergrößern. Oh, Munition für Schrotkugeln und irgendwas. Last Will and Testament of Edward Pufton. Hier sind nochmal ein paar Pillen, wenn ihr Bock habt, in der Ecke. Druckerharz. Was hast du gesagt? Da ist der letzte Wille von, Testament. Mr. Pufton. Ich bin noch viel zu alt, um das zu erkennen, ja. Ja, ich musste mich auch ein bisschen anstrengen. Okay, warte. Ich kann Pillen schlucken. Bin gefangen. Alter, was? Was ist das für eine Zahl? Das ist, wie viel ist das? Billionen? Ist das Milliarden? Was ist das? 578 Milliarden? Ja gut, wenn er die Insel gekauft und gebaut hat. Millionen? Ach du Scheiße, was? Dann hatte der schon ein bisschen Geld. Hat man halt so übrig auf dem Konto, ne? Kann man machen. Ja. Muss sagen, ich würde jetzt auch nicht Nein sagen. Nee. Ich würde mir davon jetzt vielleicht keine Insel kaufen, aber... Münzen. Ein Bauernhof. Aber Münzen kaufen? Ich hab nur Münzen gefunden. Ansonsten, wenn du nächster links, geradeaus, rechts, links, und links, Speckwürfel. Links, geradeaus, raus, genau, da kannst du auch noch aufmachen. Oh mein Gott! Die Gitarre wird dich beschützen! Es lebe der Rock! Sieht gut aus, geil. Was du da machst. Also hättest du Mika in deinem Team, Nessa, hättest du mehr Attack Speed. Hat mich ein bisschen erschreckt. So. Hat man nicht gemerkt. Gib mir ein bisschen Fleisch. Oh, gib geil. Ja, der hätte schon gern was springen lassen können, der reiche Sack.
Oh. Ja, den geht's nicht mehr so schade, gut, ne? Schade, der sah ja eigentlich gut aus, ne? Also, schade. Oh, der auch, ja. Mann. Schade, der war mal fickbar. Ja, echt mal. Ganz viel Frischfleisch. Oh mein Gott. Mach den doch mal kaputt. Ihr macht das. Ich nehm den nächsten. Oh, der lebt doch. Ich habe Schmerzen. Jetzt nicht mehr. Guck mal. Alter, wie einfach dieser Kopf wegfliegt, ey. Mal, ey, das Blut, ey, wie das da. Boah, Hilfe. Wenn man so einen Headshot macht, das ist schon echt fies, ey. Nächster und ihr smash it, ist so. Oh ja, ey, hätte ich Geld, dann würde ich mir irgendwo in der Pampa einfach einen Bauernhof kaufen. Bauernhof? Ja, hätte ich voll Bock drauf. Oh. Habe ich eigentlich schon mal dieses Betäubungsgewehr probiert? Okay, ich sehe null. Ich noch nicht. Niki, was ist denn da hinter dir dran? Ich habe Rüstung. Wow! Ich habe eine E-Mail. Mit dem Artefakt. Ich habe dir vertraut. Vertraue niemals Andi, wenn er einen Bogen in der Hand hat. Niemals. Das ist aber kein wow. Bogen. Das ist kein Bogen. Guck mal hier, G. Nein, geh weg, Alter. Ja, so britzeln. Da auf dem Tisch liegt was, da auf dem Tisch liegt was für euch. Da liegt eine Info. Oh, okay. Eine E-Mail. Eine Info. Ja. Noch einer. Ah, Babys, einer. Alter. Artefakt. Ah. Zwei. Was sind denn das für Rotzbabys, ey? Stirb. Es gibt anscheinend hier ein paar Artefakte. Wahrscheinlich sind diese dämonischen Artefakte. Oh, da ist ein Zahnarzt. Die Kettensäge! Was? Da ist die Kettensäge! Wo? In dem Typ steckt die Kettensäge! Wo? In dem Typ! Vorne? Den schmeißt sich erstmal kaputt! Bam. Oh mein Gott! Und bei mir draußen gehen die Sirenen los. Ehrlich? Ja. Geil. Kettensäge! In dem Typen hier. Ah ja. Oha! Oh geiler Gott. Scheiß. Wie geil ist das? Hier, warte mal, Niki sings. Du hast da was. Ja. Hier. Nein! Du hast da gleich was! What? Du bist reingelaufen! Nein! Nein! Bei mir stand ich daneben! Geh weg! Sehr schön! Geh weg! Ich habe Angst vor euch! Geh weg! Nein! Erstmal einen auf Probe machen, ja. Genau. Eindeutig zu viel DVD. Eindeutig zu viel DVD. Ist so. Oh, da oben in der Decke stecken noch Pfeile. Oh. Eins. Zwei. Drei. Cool, ey. Wir waren heute so alle erfolgreich. Alle drei zusammen. So ja. Ach, das und heißt, da steckt auch noch einer. Dann das nächste Mal wieder zurück und da erkunden, wo wir aufgehört haben. Das ist doch mal nice. Ja. Neuscher, deucher. This sounds very, very good. Nice. Ey, wir waren halt einfach in dieser... Also ich war heute in dieser Höhle drin. Das ist so unangenehm, dass ich nicht gesehen habe, dass es hier weitergeht. Waren wir hier schon? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ja, da leben Babys, also waren wir da eindeutig noch nicht. Oh mein Gott. Hast du es gesägt? Ja. Und wie hat sich das angefühlt? Das hat sich schon... Oh. Das war ging schon... Ging das durch die Buddha oder war das schon... Ja, das war schon schön, ja. Das wollte ich hören. Okay, hier geht's weiter, oder? Okay, oh mein Gott, das ist das immer Höhle? Noch nicht... Sie sitzen Holy in der shit. Höhle, what the fuck? Alter. Oh. Geh weg! Nochmal ein Nachschlag von der immer. Es hat sich doch bewegt, ich schwöre, es hat sich doch bewegt. Erst da mal rechts ein Feuerchen. Da ja. Links geht's auch weiter. Geht's geradeaus okay. Weiter oder ist es Sackgasse? Ja, ich glaub, ganz da ehrlich, ist eine Sackgasse. Ich muss erstmal. Obwohl, nee, hier geht's auch weiter. Mein Licht auch cool. Damit. Schauen wir erstmal geradeaus, vielleicht ist da weiter eine Sackgasse. Oh, oder man läuft zumindest steil hoch, vielleicht geht's da raus.
Nee, da geht's dann steil runter. Ah. Oh. Okay. Okay, was machen wir? Links vor rechts? Ja, gehen wir mal unten rein. Vielleicht ist links nur einfach irgendwie ein Raum oder so. Ja, wäre cool, wenn man halt dann nicht weiterkommt. Oh, es gibt einen Kreis. Ich muss was trinken und essen. Vito. Hier ist ganz viel von diesem Kristall halt nur. Aber ich glaube, das ist nur so ein Rundgang. Ja, ist nur ein Rundgang. Okay. Können wir weitergehen. Gut. Nisa. Okay, ich muss wirklich auch mal was trinken. Ich habe eine Kettensäge. Ja, ich mag das. Oh. Trinken und essen. Stimmt, ich auch. Ja. Now I'm ready for to rumble. Jo. Ich muss auch erstmal eine Packung fressen. Hier geht's raus? Ja. Wow. Nice. Okay. Na toll. Nice. Ich habe schon gehört, Kettensäge, Pistole heute. Ja, Kettensäge, Pistole und Schrotflinte. Wir waren heute richtig fleißig. Ich komme hier nicht weiter. Ja. Schlüsselkarte. Schlüsselkarte. Wir haben, wissen auch direkt, wo man sie verwenden kann. Ja. Das haben wir auch schon herausgefunden. Da waren wir schon. Genau, Pumpgun. Oh, es schneit, es ist Winter. Den Gleiter haben wir ausprobiert heute. Stimmt, auch den Gleiter haben wir auch gekriegt. Wir haben diese Pistole überhaupt mal probiert hier mit den Seilzügen. Das war auch cool. Sehr viel gemacht heute auf jeden Fall. Sehr viel gemacht. Insanely viel. Es ist sick abgegangen heute. Ja, schon. Wollen wir jetzt noch irgendwas machen, weil es sind? Und, also für mich sind es nur noch 20 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange ihr heute macht. Nö, also ich würde jetzt tatsächlich einfach nur noch ein bisschen gammeln und dann zur TFT wechseln. Es lohnt sich jetzt nicht mehr nochmal da hinten. Ich laufe jetzt nach Hause und dann ist für mich auch Feierabend. Ja. Ich mach den Weg dann noch fertig. Genug nach heute. Nach einem guten Plan. Da? Ja, super. Ich meine Fackel. So. Dann, ich sehe immer nur Bäume auf mich zukommen. Ich kann wirklich empfehlen, die Gamma hochzuschrauben. Ja, ich glaube, das wäre eine Idee. Das ist vor allem so mit dem Gegenlicht, das so einem blendet, ist halt wichtig. Ja, null. Geht gar nicht. Ich höre schon wieder Gackern hinter mir, ey. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich habe keinen Bock auf die. Ja, ich will auch einfach durch. Ich will auch. Oh, ich hänge am Zelt fest, hoppala. Ach, Baum. Also, diese grünen Punkte scheinen ja mit unter. So ein bisschen die Main-Quest zu sein, oder? Also, da gibt man ja meistens was mit. Und die Caves, die sind dafür da, um auch Equipment zu bekommen. Ich renne gegen die Zelte. Die man auch teilweise für diese Caves, beziehungsweise diese grünen Dots braucht. Wah. Ach, du bist so ein Lappen. Meine Güte. Wo wohnen wir denn eigentlich? Oben, wo K ist, oder... Weiß ich nicht, du hast das Haussymbol. Ich hab kein Haussymbol. Oh, du hast da das Bett platziert. Ich hab trotzdem kein Haussymbol mehr. Das ist schlecht. Aber ich glaube, es ist hier geradeaus durch. Hier ist auch ein Ausrufezeichen. Genau, das Ausrufezeichen ist ja dieser Mann, der da hängt. Und Helden, was machst du denn hier? Das ist dann schon richtig. Deswegen piept sie auch übrigens gerade wieder, weil wir an diesem hängenden Typen vorbeilaufen. Okay, ich hab die Karte nicht ausgerüstet. Du bist so ein Dummkopf, ey. Ich glaube, der ist kaputt. Hui. Jetzt so einen Gleiter haben und hier runterfliegen. Bei Nacht. Richtig romantisch. Ich glaube, bei Nacht würde ich mich das nicht trauen. Hä, wäre doch voll cool. Oh. Oh no, eine Wand. Habe ich alles noch. Sieht gut aus. Huch! Hast du Schaden gekriegt, Andi? Ja, ein bisschen. Aber nicht viel. Okay. 10%. Aua. Habt ihr eigentlich schon ausgemacht, ob wir Freitag... Freitag war nicht, Freitag wahrscheinlich wegen Diablo nicht. Ja. Also bin ich ganz ehrlich, glaube ich, Diablo ist wieder wichtiger. Das verstehe ich. Das ist völlig okay. Oh Gott. Ich bin runtergefallen und ich dachte, ich sterbe. Oh. Ich renne auch einfach bloß Andi hinterher. Oh ja, ich sehe. Aber wenn ihr morgen bauen wollt, spontan. Oh! Morgen muss ich aufnehmen. Da ist was drin. Ja, ich halt auch, aber ich könnte es für euch halt starten. Ich weiß es nicht. Flupp. So. Ach, zu Hause.
Wow. Frischfleisch. So, wollen wir schlafen, damit es hell wird? Wobei, ich möchte mal ganz kurz anschauen, wie dieses Haus bei Nacht aussieht. Ich habe überall so Fackeln hingestellt. Nee, das kommt doch nicht raus, das ist die Beta. Also die Beleuchtung ist auf jeden Fall intens, ja. Schwindelig. Auch die zweite Etage ist beleuchtet. Ja, cool, reicht ja. Nur draußen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Fackeln bei unserer Mauer. Da wird man auch direkt gecheckt, wo das Haus ist bei Nacht. Meinem Kopf geht's ganz gut, dankeschön. Der hat sich durch das... Der hat sich sehr gut ablenken lassen von seinem Schmerz. Oh, ihr seid schon am Schlafen. Moment. Wie das duftet. Heftig, es war, heftig, würzig, gut. Es war sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Und wir brauchten nicht mal gar nicht so lange. Wir haben echt, wir waren echt sehr effizient, obwohl wir auch super viel geschafft. Gechillt haben erst. Ja. So nice. Also wir merken uns alle nochmal, dass wir dann zum See müssen. Jo. Ja. Auf zum See. Beim Seebunker. Also jetzt nicht jetzt, Alter, sondern generell. Mein Kopf hat wieder Autokorrektur gemacht und wollte gerade beim See bumsen draus machen. Nice. Okay, wir disconnecten, oder? Ja. Jo. Sounds like a plan.